Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Ich bin Johannes Liermann von der Universität Mainz und möchte gerne eine kurze Einführung in die Benutzung des QuickCheck-Tools geben. Das QuickCheck-Tool ist Bestandteil der freien NMR-Datenbank NMR-ShiftDB und erlaubt eine schnelle und einfache Überprüfung von zugeordneten 1H- und 13C-Verschiebungen. Ich befinde mich bereits auf der Homepage von NMR-ShiftDB und habe mich mit meinem Account eingeloggt. Das erlaubt mir, die Quick-Checks, die ich durchführe, zu speichern. Ich kann das Tool aber genauso gut anonym nutzen, das heißt ohne Login. Die Quick-Check-Oberfläche kann über diesen blauen Button erreicht werden. Bei der Gestaltung der Oberfläche wurde großer Wert auf Einfachheit gelegt. Auf der linken Seite haben wir den Struktureditor, auf der rechten Seite Felder für die Eingabe der chemischen Verschiebungen. Wenn ich eingeloggt bin, habe ich die Möglichkeit, in dieses Feld einen Namen für den QuickCheck einzugeben, unter dem er gespeichert wird und später wieder aufrufbar ist. Als Beispiel habe ich ein relativ einfaches Molekül gewählt, das Eugenol, aber natürlich können QuickChecks auch mit deutlich komplexeren Molekülen durchgeführt werden. Zunächst muss die Struktur in den Struktureditor eingegeben werden. Dies kann ich direkt im QuickCheck-Fenster von Hand machen. Häufig hat man die Struktur aber bereits in einem anderen Programm gezeichnet und möchte sie kopieren. Ich habe die Struktur in diesem Fall bereits in CamDraw vorbereitet und möchte sie als InGCode in das QuickCheck-Tool exportieren. Im Struktureditor des QuickCheck-Tools klicke ich auf Öffnen und kann die Struktur nun als InGC einfügen. Da ich eingeloggt bin, gebe ich auch einen Namen für den QuickCheck ein. Zunächst kann man nun auf den Button Do QuickCheck klicken. Dadurch werden alle Felder entfernt, die für dieses Molekül nicht benötigt werden. Als nächstes gebe ich die Shifts ein. Ich kann die Shifts wahlweise zugeordnet in die entsprechenden Felder eingeben oder ohne Zuordnung in das freie Textfeld unten. Für unser Beispiel wähle ich einen Mittelweg. Ich habe die 13C-Shifts bereits als Peakliste vorbereitet und kopiere sie in das Eingabefeld. Anschließend ordne ich einzelne Shifts zu. Ich habe nun einige Shifts in die Felder zugeordnet. Die restlichen Shifts lasse ich automatisch zuordnen. Hierzu setze ich bei den leeren Feldern den Haken Auto Reassign. Die passenden Shifts dazu stehen hier unten im freien Textfeld und drücke erneut Do Quick Check. Das Quick Check Tool hat nun die fehlenden Shifts zugeordnet und mit der Prediction verglichen. Wir sehen an den grünen Ampeln, dass die Übereinstimmung sehr gut ist. Dies zeigt sich auch unten in der Bewertung NMR-ShiftDB2 Quality Check Accept in grüner Farbe. Detailliertere Informationen erhalte ich, wenn ich mir den Full Report anzeigen lasse. Was passiert nun, wenn die Struktur nicht zu den chemischen Verschiebungen passt? Wenn die Zuordnung falsch ist und einfach zwei Shifts vertauscht sind, sieht das Ergebnis so aus. Die Bewertung unten ändert sich in Reject und die fehlerhaften Shifts werden durch rote Ampeln gekennzeichnet. Außerdem könnte es sein, dass die Struktur nicht zu den Daten passt und damit falsch wäre. Auch in diesem Fall verschlechtert sich die Bewertung und die Shifts, die nicht zur Prediction passen, werden durch Ampeln markiert. Neben der direkten Überprüfung durch das QuickCheck-Tool kann ich durch Setzen des entsprechenden Hakens auch veranlassen, dass meine Zuordnung an den C-Search Robot Referee übermittelt wird. Dieser Report steht in der Regel nach einigen Minuten zur Verfügung und wird dann neben dem Gesamtergebnis verlinkt. Die Funktion kann allerdings nur benutzt werden, wenn man eingeloggt ist. Zurück zur richtigen Struktur. Die Überprüfung der 1H-Shifts erfolgt völlig analog. Für CH2-Gruppen kann jeweils noch ein zweiter Shift eingegeben werden, wenn die Protonen diastereotop sind. Darüber hinaus kann auch für labile Protonen, wie in diesem Fall der Hydroxylgruppe, ein Shift eingegeben werden. Dieser wird aber aufgrund der schlechten Vorhersagequalität für die Bewertung nicht berücksichtigt. Die Überprüfung der Zuordnung ist damit abgeschlossen. Wenn ich eingeloggt war und dem QuickCheck einen Namen gegeben habe, kann ich die Zuordnung später wieder abrufen, indem ich auf den entsprechenden Link unter dem Struktureditor klicke. Darüber hinaus habe ich die Möglichkeit, über diese Links die Zuordnung direkt als Eintrag für die Shift-Datenbank vorzubereiten. Das waren soweit die wichtigsten Grundlagen für die Benutzung des QuickCheck-Tools.
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Erfolg beim Ausprobieren.